Servus Camper, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Der neue Sprinter ist seit kurzem auf dem Markt. In diesem Video zeige ich euch auf der CMT, welche Aufbauhersteller bereits auf Basis des neuen Sprinters Kastenwägen oder Teilintegrierte gebaut haben. Starten wir direkt bei Hümer. Der bekannte Grand Canyon S ist bereits auf dem neuen Sprinter verfügbar. Gerade das neue Cockpit mit dem MBUX, hierzu gibt es übrigens ein extra Video, verlinke ich euch direkt oben, ist schon eine Augenweide. Doch nun zum Ausbau. Der Grand Canyon S ist ein Viersitzer. Es gibt einen Zwei-Flammen-Kocher mit Spüle und daneben den großen Kühlschrank. Auf der anderen Seite ist das Bad mit Klappwaschbecken untergebracht. Man kann in diesem Auto übrigens auch duschen, das habe ich selbst schon mehrfach getestet. Rundherum befinden sich an der Decke auch kleine Schränke. Die sind zwar nicht recht hoch, aber aufgrund der Anzahl bekommt man einiges an Gepäck unter. Unterhalb des Bettes befindet sich in der kleinen Garage einiges an Platz zum Verstauen des Urlaubsgepäcks. Den Grand Canyon S gibt es übrigens auch mit Hubdach, so können 4 Personen gemütlich drin schlafen. Weiter geht's mit dem Hümer MLT, auch auf Basis des neuen Sprinters erhältlich. Im Inneren gibt es auch eine Sitzgruppe, eine Küchenzeile mit angrenzendem Kühlschrank und ein Badezimmer mit eigener Duschkabine auf der anderen Seite. Im Heck sind bei diesem Modell 2 Querbetten verbaut, die sich auch zum großen Doppelbett umbauen lassen. Aber nicht nur Hümer setzt auf den neuen Sprinter, auch bei Phoenix wird man fündig. Oder bei Lastrada, im Kastenwagensegment mit dem Regent, natürlich auch in der 4x4 Variante zu haben. Wie auch beim Grand Canyon S von Hümer werden hier seitlich Ohren angebracht, um im Heck quer schlafen zu können. Da neue wie auch alte Sprinter nämlich etwas schmäler wie beispielsweise Ducatos sind. Natürlich gibt es auch unter dem Bett eine kleine Garage. Lastrada hat sich hier auch einige Gimmicks im Regent einfallen lassen und nützt den Platz bei Hohlräumen zum Beispiel wirklich gut aus. Im Inneren ist die Aufteilung ähnlich wie bei Hümer. Eine Vierersitzgruppe mit drehbaren Sitzen vorne, gegenüber der Küchenzeile befindet sich das Badezimmer. Auch im Silverstream gibt es schon den S700 auf neuem Sprinter. Mit getrennter Dusche vom Bad auch eine interessante Option. Die getrennten Einzelbetten lassen sich auch hier zu einem großen Doppelbett umbauen. Bei Detlefs sagt man auch Hallo neuer Sprinter mit dem T6613EB, das EB steht übrigens für Einzelbetten. Auch hier vorne wieder eine gemütliche Sitzecke. Die Küche auf der einen und das Bad auf der gegenüberliegenden Seite. Übrigens auch hier mit getrennter Dusche. Die Einzelbetten lassen sich auch hier zum großen Doppelbett umbauen. Und wie eigentlich überall gibt es unter dem Bett eine Garage. Weiter geht's mit Bimobil auf dem neuen Sprinter. Der HR380 wurde auch auf der CMT vorgestellt. Von der Aufteilung im Inneren komplett anders. Bei Bimobil kann man sich aber normalerweise jeden Grundriss irgendwie bauen lassen. Eine mir bis dato komplett unbekannte Marke ist Robel mit Einzelbetten im Alkoven. Auch ein Individualausbauer, den es jedoch auch schon länger am Markt gibt. Beim K630 HLB
ist hinten eine Rundsitzgruppe, gefolgt von der Küche, gegenüber das Bad und im Fahrerhaus ein Alkoven mit zwei Einzelbetten. Sieht man so auch wirklich selten. Wenn du mehr zum neuen Sprinter und der Technik erfahren willst, dann klicke doch direkt auf das nächste Video. Und wenn du kein Video mehr von mir verpassen willst, drücke rechts unter dem Video auf Abonnieren und dann sage ich bis zum nächsten Mal und Grüße von der CMT, euer Andi.